In diesem Video zeigt euch Louis ein Modell eines Förderbandes, welches mit einer Kleinsteuerung betrieben wird. Wenn ein Metallteil auf dem Band liegt, hält dieses nach Drücken des Starttasters an jeden Sensor an, um es beispielsweise zu bearbeiten. Am Ende des Förderbandes befindet sich eine Lichtschranke. Wird diese unterbrochen, so bleibt das Band kurz stehen und fährt dann das Teil auf die Endposition zurück. Liegt jedoch ein nicht metallisches Teil auf dem Band, so fährt dieses ununterbrochen bis zum Ende. Dort löst es die Lichtschranke aus und fährt zurück zur Endposition.